lang, der Bart ist viel zu lang. Ich hatte jetzt gerade Glück, ich habe beim Barber Mühldorf angerufen und der meinte, er hätte in einer halben Stunde einen Termin, das war vor 10 Minuten. Das heißt, ich schmeiß mich jetzt schnell in Schale und ab nach Mühldorf. Schaut das Ganze wieder ein bisschen mehr nach Mensch aus. Nee, war diesmal mehr als überfällig. Das weiß ich, klar. Und war mir auch bewusst, dass es die letzte Zeit ein bisschen rass ausgesehen hat. Vor allem, weil der Bart schon so extrem lang war. Aber oft kommt man halt dann auch nicht dazu. Und mit dem Barber, ich wechsle ungern den Barber. Ich bleibe sehr gerne immer wieder beim selben Barber. Und also in dem Barbershop auch bei exakt immer demselben Angestellten. Und der hat halt leider auch relativ viel zu tun. Da muss man einen Termin finden, wo ihr Zeit hat, ich Zeit habe, kennt ihr ja alle. So, nachdem ich jetzt wieder ausschaue wie ein Mensch, kann ich jetzt auch wieder unter Menschen gehen. Michaela ist mit dem Fahrrad unterwegs, Wetter draußen ist heute hammergut. Ich werde mir also jetzt die kleine Pegasus schnappen und dann geht's auf nach Scheuern. Das ist ein wunderschöner Biergarten draußen am Lande an so einer kleinen Anhebe, kurz vorm Glatzberg. Und da werden wir uns dann gemütlich ein Kaltgetränk gönnen. Und ich glaube, Michaela wird auch dort Abendessen. Ich habe eben ein Müsli gegessen und brauche also nichts mehr zum Abendessen. Aber nichtsdestotrotz, ich nehme euch mit. Bevor es losgeht, muss ich noch ganz schnell zur Spaßkasse und ein bisschen Spielgeld abholen. Ich hatte zwar ein bisschen Bargeld einstecken, bis vor kurzem, aber wie gesagt, heute Nachmittag stand ja der Barber auf dem Programm. Und inklusive Trinkgeld hat es den Bargeldbestand so weit runtergefressen, dass es wahrscheinlich nicht mehr ausreichen wird, wenn Michaela auch noch was essen will. Weil zum Abendessen möchte ich meine Frau natürlich einladen. Lässt man ja nicht selber zahlen oder sowas, ne? So, dann machen wir uns mal auf den Weg in Richtung Scheuern. Ist von hier aus nicht weit, ein paar Kilometer. Wir fahren vorne auf der alten Bundesstraße links ab in Richtung Waldkreiburg und Aschau. Dann liegt der Glatzberg schon rechter Hand und ein kurzes Stück hinter dem Glatzberg fahren wir dann rechts ab. Da geht es dann zum Gasthof Scheuern über so ein kleines Weglein. I know all about your troubles. Wanna drown into your eyes and feel your blue sky within. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. Leute, übrigens, was mir gerade eben wieder aufgefallen ist, mal so eine kleine Sache zum Thema Autofahrer sein und hinter einem Motorrad herfahren. Tut mir bitte den Gefallen. Das ist jetzt nicht irgendwie bös gemeint oder ähnliches, aber nicht nur, dass viele Leute unterschätzen, wie schnell ein Motorradfahrer daherkommt beim Abbiegen, wenn sie links schauen und sehen Motorradfahrer, ziehen viele raus, weil sie denken, das schaffen sie noch und unterschätzen dabei die Geschwindigkeit von so einem Motorradfahrer. Das ist die eine Geschichte, aber das ist was, da kann ich als Motorradfahrer selber ein bisschen mit drauf hinwirken und kann einfach langsamer an Kreuzungen hinfahren. Oder die aus der Kreuzung ausbiegen wollen, ein bisschen besser beobachten, damit da nichts passiert. Aber was mich tatsächlich furchtbar aufregt, und da kann ich nichts gegen tun, sind Autofahrer, die wir hinten beinahe schon am Arsch hängen. Also es gibt, so wie jetzt gerade wieder eben einer, es gibt Autofahrer, die fahren den Motorrädern so nah auf, dass ich im Rückspiegel noch nicht mal mehr das Kennzeichen sehen kann. Also ich könnte quasi sagen, ob er sich die Nasenhaare geschnitten hat oder nicht, aber ich kann das Kennzeichen nicht mehr erkennen. Die fahren einen so eng auf, das ist der Wahnsinn. Und wenn vor mir einer bremst und ich auch abbremse oder ich irgendeine Gefahrenstelle erkenne oder mir unsicher bin, ob er da rausfahrt und ich drücke auf die Bremse, glaubt mir, die 180 Kilo von der Pegasus bremse ich leichter runter als ihr euer Auto.
nur mit dem Problem, wenn ein Autofahrer bremst und es fährt ihm hinten eine auf, dann gibt es einen schönen großen Ruck. Vielleicht hat man auch ein bisschen Genickschmerzen oder eine kleine Muskelzerrung oder ähnliches, aber in aller Regel ist es allerhöchstens ein Blechschaden. Und das Tolle, der da hinten aufhört, muss auch noch bezahlen in aller Regel. Wenn ihr einen Motorradfahrer auffahrt und er muss bremsen und ihr schafft es nicht mehr rechtzeitig, die Geschwindigkeit zu reduzieren, ihr spießt den Kerl auf, ihr schubst ihn vom Motorrad, der fällt bei 50, 60 Sachen hin, der schleift sich das Fleisch von den Knochen, der hat Brüche. Unter Umständen fahrt ihr ihn dann auch noch zusammen. Das ist lebensgefährlich. Leute, haltet bei Motorrädern Abstand. Das ist wirklich wichtig und ich meine, was habt ihr davon, wenn ein Motorradfahrer so weit hinten drauf zieht? Was wollt ihr dem denn beweisen? So, genug geschimpft. Der Hof da oben, den ihr seht, das ist schon der Biergarten Scheuern. Sieht auch so aus, als wäre da richtig was los. Ah, ich glaube, der Michaelia-Fahrrad sehe ich schon. Ja, das ist es. Hallo Mars! Hallo! Ah, Leute, jetzt mal im Ernst! Das ist doch heute der absolute Hammer zum Kuppelfahren! Ich liebe die Golden Hour im Frühling und im Herbst. Im Sommer selber ist es meistens gar nicht so schön. Aber jetzt Frühling und Herbst ist ja fantastisch. Es ist nicht zu heiß und dadurch, dass in den Pflanzen noch so ein hoher Gelbanteil ist, wirkt irgendwie auch das Sonnenlicht nochmal ein gutes Stück wärmer als im Sommer selber. Edel, edel, edel. So, ein kurzes Waldstücklein. Freiwillig kurz anhalten. Ah, ich habe eine Fliege ins Auge bekommen. Ach, ist das unangenehm. Ah.